Was bedeutet für Sie die Sportgala? Die Sportgala ist ganz was Besonderes, ein besonderes Highlight in Vorarlberg. Und wenn man natürlich nominiert ist, ist natürlich der Hammer. Und Führung ist geschafft und jetzt bin ich gespannt, was draus wird. Und warum sind Sie hier? Natürlich Sportler des Jahres zu werden. Wer will, wäre jeder wie andere auch da sind. Und eigentlich hoffen, dass sie es wären. Und es hat sich eigentlich jeder verdient, der wo da ist heute. Welche Bedeutung hat die Sportgala für dich? Ja, die Sportgala für mich ist natürlich was Neues. Ich bin zwar schon jetzt seit mehr als 7 Jahren in Vorarlberg und in diesem Jahr hat man mich gefragt, ob ich vielleicht die Sportlerin des Jahres auszeichnen würde mit der kleinen Laudatio. Und das habe ich natürlich dankend angenommen, zumal Österreich noch ein Gebiet ist, für das ich noch nicht so ganz oft aufgetreten bin und ich freue mich heute Abend da zu sein. Ja. Ja, also es ist schön, wenn man jedes Jahr wieder nominiert wird. Dieses Jahr ein kleiner Stress hier, dass ich überhaupt daherkomme, weil ich doch von Wien, weil ich jetzt in Wien trainiere. Aber es ist natürlich für jeden Sportler in Vorarlberg, der da nominiert wird, irgendwie auch einmal eine Anerkennung. Es ist nicht so wichtig, welcher Platz, glaube ich, sondern einfach, dass man wieder die Erfolge erwähnt, was man alles gemacht hat und geleistet hat in dem Jahr. Und so ist es einfach eine feine Veranstaltung und ja. Welche Bedeutung hat die Sportgala für Sie? Ja, der Vorarlberger Sport ist für sich eine sehr wichtige Veranstaltung. Ich bin ja vor einigen Jahren selber mal zweit geworden bei der Sportlerwahl von Vorarlberg. Und ich bin ja der Konditionstrainer von den Bulldogs. Ich mache ihnen das Sommertraining und darum bin ich an und für sich heuer auch dabei. Ja, ich bin das erste Mal auf der Sportgala und mal schauen, wie das ist. Warum bist du hier? Ja, ich habe eine Einladung bekommen, jetzt bin ich gekommen.